Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Frozen Synapse. Und wir haben wieder gelbe Dinger, die nichts können. Steht ja auch dran. Sie können nichts. Gucken wir uns mal an, was sie nicht können. Okay. Er muss irgendwie einen Person treffen, das heißt, nichts ist nichts. Ah, das macht Sinn. Okay. Ja, dahin müssen wir. Und ich vermute mal, dass mit der Zeit vom unten von oben die ganze Zeit neue Leute dazukommen. Das ist jetzt interessant. Du gehst bis dahin. Hoch. Und so darüber. Du gehst bitte da runter. Und dich, ja. Du gehst bitte dahin und schießt einfach alles nieder, was kommt. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt, wie sich die Mission entfaltet. Hier kann. Ich sage ziemlich oft, dass man es nicht planen kann. Vermutlich bin ich nur zu faul, es im Detail zu planen. Ha. Naja, aber gerade wenn man so eine Mission zum ersten Mal spielt, man weiß nicht, wie die sich bewegen. Gut. Ja, kann man es halt nur minimal planen. Aber der erste Zug war doch richtig gut. Beide Gegner ausgeschaltet. Hier mache ich ein Cancel Aim. Und du gehst bitte dahin. Bei dir mache ich ebenfalls ein Cancel Aim. Hier hin, ich mache ein Duck und ziele einfach nur noch runter. Und mit dir mache ich auch erstmal ein Cancel Aim. Ist langsam genug. Hier unten sind scheiß Schusspositionen, hier oben sind Mistschusspositionen. Dann gehst du erstmal bis dorthin und dann. Machen wir's. So. Falls da oben was durchkommt. Ich weiß nicht, wie schnell die schießen können, wenn sie aufs Feld treten. Aber falls sie daherkommen, habe ich dann immer noch die Möglichkeit, dass ich sie treffe. Ist jetzt ein neuer gekommen. So, du guckst bitte in die Richtung. Gut. Was passiert, wenn du einen Schritt nur nach vorne gehst? So, was erhoffe ich mir? Und danach, wenn ich mit dir da unten hergehe, und jetzt hier raus. So. Und du. Ja, das passt so ungefähr. Gucken wir noch einmal mal, ob das. Vergiss mal kurz den Bewegungsbefehl. Okay, das heißt, ich muss spätestens hier ein um die Ecke Schießbefehl machen. Gut.
Ja. Ich war gerade fasziniert, dass der Zug nur 5 Sekunden dauern kann, aber man so lange Wartezeiten im Voraus schon mal einstellen kann. Dann will ich nämlich, dass du nach oben guckst. Und du machst ein Cancel Aim. Da wäre es, eigentlich müsste ich ihn ja nur in diese Ecke hinbekommen und dann einmal lang herschießen. Ja. Das wäre richtig geil. Hätte ich eine Seite komplett rausgenommen. Ja, normalerweise sollte der unten tot sein und der oben, mit dem kann ich mich dann nächste Runde beschäftigen. Gerade im Moment ist der noch. Ja. Ist er noch da? Ja, die sagten ja auch, ich soll auf Sniper aufpassen. Bis dann waren das noch nicht wirklich viele Sniper. Mal gucken wir mal, was jetzt kommt. Vermutlich wieder unten irgendwas. Ich hoffe nicht auf beiden Seiten. Das wäre ganz schön viel. So, Outcome. Was? Okay, dahin ist ein Sniper, der genau das macht, was ich machen wollte. Sag mal, wie zur Hölle? Ich habe geduckt und in die Richtung geguckt und er hat nicht angefangen zu schießen. Willst du mich verarschen? Cancel aim. Danke. Gottes Willen. So, runter und du zielst einfach dorthin. Bei dir mache ich trotzdem, dass du bis dort gehst. Muss ich riskieren. Oh Gott, aber wieso hat er nicht geschossen? Ich meine, der war in Position, hat in die richtige Richtung geguckt und hat ge sich hingekniet. Was für Vorbereitungen will der denn noch? Ja, aber jetzt sollte er tot sein. Ich meine, selbst wenn er wegrennt, dann müssen ihn diese scheiß Söldner doch töten. Auch wenn sie gelb sind, sie müssen doch für irgendwas zu gebrauchen sein. So. Ups. Zieht ihr schon auf mich? Ich habe keine Ahnung, ob ich den Vergleich gerade wirklich gewinne. Weil es macht nicht wirklich viel Sinn. Behauptet das Teil aber. Beschwere ich mich jetzt erstmal nicht. Ja, hier unten ist jetzt irgendwie nicht viel los. Gehe ich mal ein Stück weiter dahin. Und du gehst dann auch ein Stück zurück, aber letztendlich genau das, was ich vorhatte. Sogar alle drei von denen leben noch. Wahnsinn. Ich kann mir richtig gerade vorstellen, wie da oben der Machine Gunner auf den Nix geschossen hat. Gerade Salve, die versuchen da durch den Feuerhagel durchzukommen und der Rettungsschuss vom Sniper holt ihn da weg. Muss irgendwie die bessere Deckung gehabt haben, aber keine Ahnung. Ja, keine Gegner da. Er wird weiter in die Richtung zielen und darunter. Puh, ja. Geht dahin, falls von da was kommt, aber sonst.
Wüsste ich nicht, was ich hier tun kann. Vielleicht sind sie im nächsten Zug ja auch schon fertig. Oh, gerade verschluckt. Oh Gott. Um Gottes Willen. Sorry, Leute. Spätestens im übernächsten Zug ist das hier vorbei. Und bis dahin sind es dann nur noch 2 Ladezeiten. Ich mag Ladebildschirme. Sie sind so... Man kann nicht verlieren. Ich meine, man kommt immer vorwärts. Es ist ein stetiger Fortschritt. Man könnte Ladebildschirme als einzelnen Level sehen. Wieso guckt 2 noch so blöd in die Richtung? Was? Ja, wieso guckst du noch in so eine beschissene Richtung? Aber vollkommen egal, denn der... Ohne Gegner machten diese Level noch weniger Probleme. Und wieso musst du so viel laden? Ich meine, wenn das hier ein eigener Level ist, Ziel ist es, den blauen Balken von links nach rechts zu bekommen und man gewinnt. Das sollte doch einem total viel Motivation geben, so viele Ladebildschirme zu sehen. Weil man die ganze Zeit nur am Gewinnen ist. Nicht, dass man verlieren könnte, aber außer, dass man damit Zeit verschwendet, diesen Level zu spielen, das ist doch eigentlich ein... Man verliert durch das Spielen an sich. So langsam wird es philosophisch. Aber wenn der blaue Balken nicht mal erscheint, was will ich machen? Na, da ist er. Wobei ist er weiß und wird so ein bisschen bläulich durch den blauen Hintergrund. Ja. Was fällt mir noch ein zu Ladebalken? Spiele Outcome, sehr gut. Und was ist wohl passiert? Hooray! Das war spannend. Gut, Silber, Score 7. Ich weiß nicht, wie sich das zusammensetzt. Ich meine, ich habe einen verloren, okay, aber dafür sind 2 am Leben. Nix. Gut, der musste überleben. Seine 2 Begleiter haben überlebt. Ich habe alle Gegner ausgeschaltet und ich habe einen Score von 7. Mir egal. Euch vielleicht nicht, euch vielleicht auch. Wer weiß, man sieht sich beim nächsten Mal. Macht's gut.